Jetzt haben wir es wieder im Griff. Zum Glück. Lange grosse Ernüchterung herrscht. Der Umbau von der Energieversorgung hat in Europa eigentlich nur ein Problem gebracht. Es ist einfach zu schnell gegangen. Und wir wollten auch viel zu viel auf das Mal. Wir haben grosse, steuerbare Kraftwerke zu schnell vom Netz genommen und viel zu schnell Wind- und Sonnenenergie zugebaut. Intelligente Lösungen waren auch keine parat und wir waren nicht bereit, unsere Daten miteinander auszutauschen. Darum hat es nicht funktioniert. Die unregelmässig produzierende Erneuerbare haben wir nicht richtig ins Netz integrieren. Es ist immer aufwendiger und schwieriger geworden, das Netz sauber zu regeln. Blackouts haben sich gehäuft. Bis zu dem Punkt, wo wir nicht mehr bereit waren, eine schlechte Versorgung in Kauf zu nehmen. Und wir darum reagiert haben. In der Trust World setzen die Menschen im Jahr 2035 nämlich wieder auf Bewährtes. Die Schweiz ist in dieser Energiewelt eine kleine Insel und auch in Europa schaut jeder für sich. Die Schweiz produziert Energie wieder selber mit grossen Wasserkraftwerken und neu auch mit zentralen Gaskraftwerken, vereinzelt auch mit Wind und Sonne. Die Menschen wollen in der Trust World Nummer 1 eine sichere, zuverlässige und bewährte Energieproduktion in der Schweiz.